Ein Spanner im Schwimmbad hält jetzt Paul Richter und Ben Decker in Atem. Diese perverse Sau! Diese perverse Sau! Der hat Fotos von mir und von der Leonie gemacht. Beruhigen Sie sich doch mal. Ich kann nichts sagen. Ich kann mich aber nicht beruhigen, weil ich jetzt will, dass er diese Fotos löscht. Dieser Typ, ich habe eben mit Leonie hier am Schwimmbeckenrand. Schauen Sie mal her, alles gut. Ich will doch gar nichts. Also, also dieser Herr hat Fotos von uns gemacht. Und das lasse ich nicht zu, das geht gar nicht. Ja. Das ist so eine perverse Sau. Fotos von Ihnen, alle. Darf ich die Bilder mal sehen, bitte? Ja, warum? Ich mach von ja den nur, Kindern, ich mach ja er macht von den Fotos. Nee, das geht natürlich aber nicht. Speziell nur von mir und Leonie, das geht gar nicht. Bei der Kontrolle der Fotos bestätigt sich der Vorwurf der Schwimmlehrerin. Ein schlimmer Verdacht steht im Raum. Möglicherweise geht der Mann hier einer pädophilen Neigung nach. Also, was ich jetzt so an Fotos sehe, fotografieren Sie nur ganz speziell ein Kind. Und Sie fotografieren auch kein Schwimmbad, Sie fotografieren speziell ein Kind und das Kind mit der gelben Schwimmnudel. Ja, das muss aber dann Zufall sein. Nee. Also Zufall ist das nicht, wenn Sie mir hier erzählen, Sie machen eine Studio Schwimmbäder und ich sehe permanent nur eine Person auf den Bildern. Das kann ich Ihnen so nicht ganz abnehmen. Haben Sie mal einen Ausweis von sich dabei? Der Kollege würde noch mal eine kurze Abfrage machen. Genau. Sind das noch mehr Fotos? Ist das? Nein, ist jetzt okay. Zeigen Sie mal. Zeigen Sie das mal her. Sonst durchsuchen wir Sie. Das ist hier nicht lustig. Wer ist das denn auf den Bildern? Das ist meine Enkeltochter. Das ist Leonie. Das junge Mädchen hier ist. Ja, ist meine Enkeltochter. Und warum sagen Sie das? Mein Sohn hat mir verboten, das Kind zu sehen, die Familie zu sehen. Sind Sie mal leise gerade. Und warum? Und, ja, ich weiß es nicht. Er nimmt ja keinen Kontakt auf, er verhindert jeden Kontakt, er hat sein Telefon gewechselt. Das ist die einzige Chance, wo ich noch sehen kann, was meine Enkeltochter, wie sie sich entwickelt, was sie macht und so weiter. Ich nehme ja gerade den Personalausweis. Und die, ist, die schwimmt jetzt hier? Ja, genau. Die hat Schwimmunterricht und deswegen habe ich die Gelegenheit. Ich weiß, das ist nicht okay, das ist nicht korrekt, aber die Eltern schirmen sie ab vor mir und das war für mich die einzige Chance. Die Schwimmlehrerin kennt die familiären Hintergründe nicht und kann deswegen die Aussage des Verdächtigen nicht bestätigen. Klarheit erhoffen sich die beiden Polizeioberkommissare Ben Decker und Paul Richter von der Aussage der eintreffenden Mutter des Kindes, die von der Melderin informiert wurde. Wie heißt denn die Leonie mit Nachnamen? Ja, Leonie Weiding. Weiding. Die Eltern habe ich auch schon informiert. Ja. Ach komm, da können wir es jetzt raus. Was machst du denn hier? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Den Mann kennen Sie hinter mir? Ja, sicher. Das ist mein Schwiegervater. Ja, okay. Was machst du denn hier? Komm mal. Ja, es gab ein kleines Missverständnis. Vielleicht erklären Sie, vielleicht erklären Sie das mal selber. Was ist denn der passiert? Der Gast hat mir verboten, die Kleine zu sehen. Wieso das denn? Wo ist der? Jetzt habe ich mindestens die Gelegenheit. Was für Fotos? Er hat Fotos von mir und von Leonie gemacht. Beim Schwimmunterricht. Was? Mein Schwiegervater? Warum hast du denn Fotos gemacht? Ja, der Gast hat mir verboten, die Kleine zu sehen. Die hat mir verboten, überhaupt Kontakt zu euch aufzunehmen. Schauen Sie mal gerade. Das ist Ihre Tochter? Ja, das ist meine Tochter und das ist mein Ehemann. Das war jetzt die einzige Chance für mich. Okay. Wo hast du denn diese Fotos gemacht? Das sieht ja aus, wo er sie von der Schule abgeholt hat. Ja, das ist wahr. Aber ich wollte ja sehen, wie die sich entwickelt und was sie macht. Ja, aber und warum alles. Meldest du dich denn ja, nicht ich durfte mehr? Ja nicht. Carsten hat gesagt, er will mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß nicht, warum. Und aus diesem Grunde durfte ich keinen Kontakt machen, wenn er ja gewusst hätte, dass der Carsten ich... Der Carsten hat mir gesagt, du möchtest dich nicht mehr mit ihm treffen. Was ist denn hier los? Ich bin... Was willst du denn hier? Die Mutter des Kindes war im Glauben, ihr Schwiegervater habe den Kontakt freiwillig abgebrochen. Unter Druck kommt jetzt die traurige Familiengeschichte ans Licht. Ich habe nicht umsonst den Kontakt abgebrochen. Carsten, du hast mir das ganz anders erzählt. Ich möchte, dass du mir jetzt die Wahrheit ja, sagst. Das ist eine Sache zwischen uns beiden, nicht zwischen uns beiden. Ich bin deine Ehefrau und das ist unser Kind und ich möchte jetzt wissen, was hier los ist. Wieso kannst du dich nicht dann an unsere Abmachungen halten? Kannst du mir das mal sagen? Wollen Sie uns erklären, worum es geht? Wir haben das Problem, dass hier gerade wirklich eine Situation stattgefunden hat, die nicht ganz schön war. Es gab da ein Missverständnis. Wir sind natürlich sofort sehr angespitzt dann hier reingegangen, aber wir dachten, okay, hier sind Kinder etc. pp. Jetzt stellt sich heraus, er ist tatsächlich der Großvater. Ja, nach ihrem es macht auch. Ich verstehe es auch im Nachhinein. Ich habe ihn den Kontakt untersagt, weil er nicht mein Vater ist. Ja. Er ist mein Adoptivvater. Das hat er mir mein Leben lang hat er mir das verschwiegen.
Und da bin ich ein bisschen böse geworden. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Das wusste ich nicht. Ja, kann ich wusste es auch nicht. Also, ihr seid doch die Einzigen, ihr seid doch die Einzigen, die ich noch habe, nachdem Mutter gestorben ist, vor 2 Jahren. Ja. Wart ihr doch die Einzigen, die noch übrig blieben. Ja, aber... Und du musst ja verstehen, ich wollte es dir ja immer sagen, aber genau die Reaktion habe ich ja befürchtet. Vater, aber jetzt ist wie oft genau haben wir gesprochen von Adoption oder was auch immer? Wie oft haben wir uns darüber unterhalten und du wusstest immer genau die Wahrheit? Du hättest mir gerne mal sagen können. Das war ein Fehler, Carsten. Du hast ja recht, es war ein Fehler. Erst durch einen Zufall hat der Familienvater vor wenigen Monaten erfahren, dass er adoptiert wurde. Diesen Vertrauensmissbrauch konnte der Mann nicht verzeihen. Er brach den Kontakt ab. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter vor? Also Punkt 1, natürlich können Sie innerfamiliär das genauso halten, wie Sie es gerade gehalten haben. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal als menschlichen Rat... Hallo. Hallo. Hallo, mein Schatz. Okay. Als menschlichen Rat einfach mal die Möglichkeit vielleicht geben, vielleicht setzen Sie sich einfach mal an den Tisch und reden darüber. Vielleicht hat er einen Grund gehabt, warum er das nicht erzählt hat. Ich weiß es ja nicht. Und Sie sehen ja, dass Sie mag ihn ja auch. Ne? Das ist auch blöd, wenn ein Kind keinen Opa hat. Und das ist ja ich weiß. Es ist mir auch nicht leicht gefallen. Sie hat oft nach ihm gefragt. Und ich habe dann... Ich habe vielleicht darüber reagiert, aber verstehen Sie, wie ich mich gefühlt habe, als ich hörte, ich bin nicht der leibliche Sohn. Verstehen Sie? Das kann man verstehen, aber das ist ja nichts, was man nicht vielleicht irgendwie regeln kann. Okay, Kamera gebe ich Ihnen zurück. Also jetzt einfach hier den Kontakt zu Ihnen sagen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Vor allem Ihre Tochter, vielleicht wird das überhaupt nicht verstehen. Ja, ich weiß, ich weiß. Sie liebt doch Ihren Opa. Ja. So, und Herr Kreuzer, mal ganz davon ab, das ist aber auch so der falsche Weg, den Sie jetzt gewählt haben. Ne? Sie müssen ja verstehen, das wirkt doch komisch, wenn Sie als erwachsener Mann hier kleine Kinder fotografieren. Das war nicht gut. Ne? Das ist ja wohl verständlich, dass die Dame dann die Polizei ruft. Haben Sie Kinder? Das tut ja jetzt nichts zur Sache. Ich weiß, ne? Das war verkehrt. Das ist eine familieninterne Geschichte, die sollten Sie nicht hier so im öffentlichen Schwimmbad machen. Hier handelt es sich ja wirklich um eine sehr... tragische Familiensituation, wenn man es so sagen möchte, und um eine Situation, die eigentlich nie ausgesprochen, nie zu Ende geklärt wurde. Dass dann der Herr Kreuzer versucht, natürlich trotzdem Kontakt zu seiner Enkelin aufzunehmen, die er wahrscheinlich auch abgöttisch liebt und sie ihn ja auch, wie wir gesehen haben, ist dann irgendwo nachvollziehbar. Wenn Familienstreitigkeiten oder Familienzwiste so enden, dass man einfach keinen Kontakt mehr zueinander haben will, ist das immer blöd, weil immer einer irgendwie drunter leidet und man versucht natürlich irgendwie so eine Streitigkeit aus der Welt zu schaffen. Ich hoffe, dass das hier jetzt der richtige Anlass war, um sich nochmal an den Tisch zu setzen bei einem Kaffee und bei einem Stück Kuchen und diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Allerdings stelle ich mir das auch schwierig vor. Abschließend ist jetzt noch die körperliche Auseinandersetzung zwischen der Schwimmlehrerin und dem Opa des Kindes vor dem Eintreffen der Beamten zu klären. Herr Kreuzer, Sie wollen auch keine Anzeige erstatten wegen dieser Schwimmnudelattacke? Nein, ich bin's ja selbst schuld. Es tut mir wirklich leid. Das war. Also dann tun Sie mir gefallen. Ich verstehe Ihre Reaktion und es tut mir leid. Sie löschen bitte gemeinsam oder diese Bilder. Sie gucken sich das auch bitte mit an, dass da nichts passieren kann. Frage an Sie: Kommen Sie jetzt hier miteinander klar? Brauchen Sie uns noch für irgendwas oder hauen Sie sich gleich gegenseitig? Nein. Wir klären das untereinander in Ruhe. Vernünftig, bitte. Ja, vernünftig. Ja. Okay, dann wären wir eigentlich raus. Ich sagen, alle angezogenen Menschen können ja schon mal schon mal verlassen. Ja, wir treffen uns noch mal. Und Sie wenn Sie in Zukunft sowas haben, rufen Sie Polizei, ist richtig. Kommen Sie bitte raus. Aber nicht selber hier irgendwie aktiv werden und mit einer Schaumstoffnudel schlagen, ja? Okay. Ich werde es mir merken. Grundsätzlich befinden wir uns hier im straffähigen Bereich Punkt 1 mit dem Recht am eigenen Bild. Da kann man zivilrechtlich gegen vorgehen, wenn ich von jemandem fotografiert werde und das nicht möchte, egal von wem, als Privatperson und nicht Person des öffentlichen Lebens, dann habe ich ein gutes Recht darauf, dass diese Bilder nicht vervielfältigt oder im Internet gezeigt werden bzw. entfernt werden. Das andere ist die Aktion der Schwimmlehrerin, wie sie dann auf den Herrn Kreuzer eingewirkt hat. Das stellt erstmal eine einfache Körperverletzung dar, ist eine Antragsdelikt. Antrag wurde hier nicht gestellt, von beiden Seiten nicht. Sollte es eine gegenseitige Auseinandersetzung sein, entsprechend haben wir eigentlich keine weiteren Maßnahmen treffen müssen, sondern haben wir eine Streitigkeit geklärt und gehen auch so wieder raus.